An dieser Stelle wollten wir die goldene Schwalbe einem ganzen Team verleihen. Einem Team von Menschen, von Prominenten, die sich um die Zukunft Gedanken gemacht haben. Sie haben das sogenannte Generationenmanifest verfasst. Wir als ÖDP haben es gelesen und haben dabei festgestellt, dass es eigentlich fast unserem Grundsatzprogramm entspricht, was wir gerade neu aufgelegt haben. Und wir konnten nicht anders als Ihnen den Preis verleihen. Der Bayerische Landesvorstand hat den Aufschlag gemacht, hat als Verband beschlossen, das Generationenmanifest komplett zu unterstützen, mit zu unterzeichnen. Und ich lese einfach mal die 10 wichtigsten Forderungen des Manifests vor. Wir fordern Mut, Ehrlichkeit und generationengerechtes Handeln. Erstens, die Bekämpfung des Klimawandels muss als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen werden. Zweitens, die Energiewende muss aktiv vorangetrieben werden, und zwar sowohl als grüne Energieerzeugungs- als auch als Energiesparwende. Drittens, wir fordern unser Recht auf Beteiligung und Mitsprache ein. Viertens, wir fordern die Regierung dazu auf, die Staatsfinanzen so zu sanieren, dass die Verschuldung zurückgeführt und neue Prioritäten für eine zukunftsgerechtere und nachhaltigere Ausgabengestaltung gesetzt werden können. Fünftens, wir fordern eine Reform und strikte Regulierung der privaten Finanzwirtschaft. Sechstens, wir fordern soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Siebtens, wir fordern ernsthafte Anstrengungen zur Bekämpfung von Hunger, Armut und Unterentwicklung in der Welt. Achtens, wir fordern eine nachhaltige Entwicklung unserer Wirtschaft. Neuntens, wir fordern eine umfassende bundeseinheitliche Reform des Schul- und Ausbildungssystems, denn Bildung ist die effektivste, sozialste und wirtschaftlichste Form der Zukunftssicherung und der Treibstoff unserer Gesellschaft. Zehntens, wir fordern einen neuen, fairen Generationenvertrag, der seinen Namen verdient. Warum ist die Initiative heute nicht anwesend? Wir hatten, oder Karl-Heinz Jobst, stellvertretender Bundesvorsitzender, hat sich mit der Initiative getroffen, hat ihnen unser Grundsatzprogramm geschickt. Sie waren sehr begeistert von unserem Grundsatzprogramm, haben aber dann, und es ist verständlich, uns folgenden Brief geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Wahl unserer Initiative als Preisträger der Goldenen Schwalbe, über die wir uns wirklich sehr gefreut haben. Im Namen aller Initiatoren darf ich mich bei Ihnen bedanken. Allerdings haben wir nach langer interner Diskussion beschlossen, die Ehrung doch nicht anzunehmen. Dies hat vor allem zwei Gründe. Zum einen unsere absolute Selbstverpflichtung zur parteipolitischen Neutralität, die auch darin begründet liegt, dass wir auch im Initiatorenkreis bewusst sehr verschiedene politische Richtungen vereinen. Zum anderen wollen wir gerade zu diesem Zeitpunkt mitten im Wahlkampf nicht so sehr gemeinsame Sache mit einer Partei machen. Es gibt ja durchaus mehrere Parteien, die die Nähe zum Generationenmanifest bewusst suchen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr darüber, dass es inhaltlich große Überschneidungen zwischen der ÖDP und dem Generationenmanifest gibt. In der Tat gibt es ja auch ehemalige Preisträger der goldenen Schwalbe in unserem Initiatorenkreis. Vielen Dank für den Rückenwind, den Sie unserer Initiative schenken. Und Ihnen wünschen wir viel Erfolg bei der bevorstehenden Wahl und einen, soweit das möglich ist, entspannten Endspurt. Herzliche Grüße im Namen aller Initiatoren, Claudia Lange. Preisverleihung hat aber etwas bewirkt, denn durch die Studie unseres Grundsatzprogramms haben die Initiatoren des Generationenmanifests auch gemeint,
wir müssen es nochmals überarbeiten. Gerade der Wirtschaftsteil, den ihr als ÖDP in der Postwachstumsphilosophie von Nico Brech und von vielen weiteren übernommen habt, der hat uns zum Denken angeregt, auch unser Manifest dahingehend weiter zu überarbeiten, um nochmals genauer herauszustellen, dass wir eine andere Wirtschaftspolitik ohne Wachstumszwang eintreten müssen. Wir hoffen, dass wir am Ende dieses Jahres, wo unser Grundsatzprogramm auch gedruckt ist, unser Grundsatzprogramm zusammen mit dem Generationenmanifest allen Mitgliedern schicken können. Denn es ist für mich selbstverständlich in der ÖDP, dass wir nicht alleine versuchen, Programme zu entwickeln, sondern uns immer wieder vernetzen mit Initiativen, mit Einzelpersönlichkeiten, mit ganz vielen Menschen. Und darum freut es mich, dass wir hier einen prominente und einen großen Kreis gefunden haben, die diese Thematik aufgreifen. Und ich glaube, es ist endlich Zeit, dass nicht nur das Generationenmanifest neu unterschrieben wird von vielen Leuten, sondern dass auch wir endlich in den Landtag kommen, denn es ist höchste Zeit für eine Veränderung in der Gesellschaft.